Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale mit einem neuen Video. Jetzt geht's hier wieder los. Ich bin zurück aus dem Urlaub, für die sich gewundert haben, warum es jetzt länger keine Videos gab. Was heißt länger, aber ich habe ein bisschen vorproduziert. Am Ende sind mir die Videos ein bisschen ausgegangen, beziehungsweise ich habe noch eine kleine Pause genommen. Auch da nicht wundern, wenn ich auf eure Kommentare aktuell im Urlaub, wo ich war, nicht eingegangen bin. Nicht wundern, ab jetzt gehe ich natürlich wieder drauf ein, aber auch da habe ich mir einfach eine kleine Auszeit genommen, eine kleine Pause von YouTube, einfach mal nicht jeden Kommentar beantworten, wie ich das sonst ja eigentlich immer mache. Dementsprechend da nicht wundern, jetzt auf jeden Fall wieder gehe ich wieder drauf ein und ich habe sie natürlich auch gelesen, denn es gibt auch in dieser Episode wieder wichtige Fragen zu beantworten, da habt ihr mir Feedback zugegeben und das gehen wir dann auch jetzt direkt mal an. Wenn man sich nämlich erinnert, haben wir Gabriel Paulista an den FC Liverpool verkauft für 34 Millionen Euro, da brauchen wir jetzt auf jeden Fall einen neuen Backup, beziehungsweise vielleicht sogar einen ersten neuen Innenverteidiger, das werden wir dann gleich mal gucken. Ich habe euch da ja ein paar Spieler zur Auswahl gestellt, ein Viktor Lindelöf zum Beispiel, ein Milenkovic, und zwischen den beiden habt ihr euch auch entschieden. Da muss man sagen, ja, ich hatte 4 Kommentare dazu zu dem Thema, 2 für Milenkovic, 2 für Lindelöf. Das heißt, ich habe es mir jetzt einfach mal dann so gemacht, dass ich selber entscheide und ich habe mich dann dafür entschieden, Lindelöf zu holen, weil das einfach ein Spieler ist, den verpflichtest du in der normalen Karriere nicht. Wer verpflichtet schon Viktor Lindelöf normalerweise? Man geht immer auf die jungen Talente, wie es eben auch ein Milenkovic ist. Ich gehe jetzt mal auf den 4 Jahre älteren Viktor Lindelöf. Ein interessanter Mann, für ihn sicherlich auch ein wichtiger Karriereschritt, jetzt mal wegzukommen von Manchester United. In echt ist er da ja auch überhaupt keine Rolle mehr. Ich glaube, er ist noch nicht mal mehr beim Verein. Also dementsprechend ist es auf jeden Fall für ihn der nächste richtige Schritt jetzt hier für uns und für ihn natürlich zu uns zu wechseln. Ich würde es einfach mal versuchen, mal sehen, wie viel wir zahlen müssen. Wir müssen hier gar nicht mal so viel zahlen, wir zahlen genau seinen Marktwert und dafür bekommen wir ihn. Auch die Vertragsverhandlung war hier kein großes Problem, er kommt uns deutlich entgegen und halbiert sein Gehalt im Vergleich zu Manchester United. Damit können wir auf jeden Fall sehr, sehr gut leben und verpflichten einen neuen Innenverteidiger. Jetzt habe ich hier noch eine kleine Frage für euch, denn wir nähern uns immer und immer mehr dem FIFA 23 Release. Es ist noch nicht mal mehr ein Monat, dann ist schon der offizielle Release. Ich denke mal, ich werde mir wieder Origin Plus oder so heißt das, glaube ich, holen. Damit kann ich dann noch ein bisschen früher zocken. Heißt aber auch natürlich, wir müssen überlegen, was machen wir mit dieser Karriere hier. Normal weiterspielen, damit werden wir nie im Leben fertig, bis halt FIFA rauskommt. Wir könnten das Ganze aber ein bisschen beschleunigen, indem wir einfach in die Kalendersimulation quasi dann reingehen, damit vorsimulieren und dann halt nur wichtige Spiele spielen, wie jetzt zum Beispiel ein Pokalfinale, ein Champions-League-Finale oder sonstige Sachen. Das wäre zum Beispiel so meine Idee, wie ich sage, wir bringen diese Karriere zu Ende. Wenn ihr aber andere Vorschläge habt oder sagt, nein, das sehe ich jetzt nicht so, dass wir das so machen, dann schreibt es mir gerne rein. Ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr offen. Wir können das so oder so machen. Für mich wäre das jetzt aber aktuell die beste Variante, weil es dann halt einfach die Karriere noch zu Ende bringt und wir gleichzeitig halt aber noch die Karriere auch spielen können und nicht einfach, wie zum Beispiel bei der 1860-Karriere, einfach abbrechen müssen, weil ich es halt einfach nicht mehr hinbekomme, die zu Ende zu bringen in diesem FIFA. Dessen komplett ungeachtet starten wir jetzt hier aber erstmal rein in das erste Spiel in dieser Episode. Villarreal, hier unser nächster Gegner, ein richtig, richtig schwerer. Aber sie sind genau wie wir nicht optimal in die Saison gestartet, eher sogar noch ein bisschen schlechter als wir. Sie sind nämlich nur auf Platz 15, was natürlich für sie deutlich zu wenig ist. Aber auch wir sind ja nur, glaube ich, 2 Plätze davor. Also es ist ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Einfach wird es hier heute trotzdem nicht. Villarreal darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Werfen wir einen Blick auf die Aufstellung von Villarreal. Und das ist natürlich geballte Klasse. Auch Bundesligaspieler sind viele dabei. Guerrero und Schlotterbeck hier in der Verteidigung. Mittelfeld gerade mit Parejo natürlich sehr, sehr stark besetzt. Und der Sturm mit Lacazette und einem weiteren Ex-Bundesligaspieler Paco Alcácer. Bei uns wiederum sehen wir hier heute ein Startelfdebüt in der Innenverteidigung. Viktor Lindelöf darf direkt mal von Anfang an ran. Ich bin sehr, sehr gespannt. Im Mittelfeld keine großen Veränderungen. Hier in der Offensive auch erstmal nichts, im Sturm aber wiederum. Da gibt es eine Veränderung. Luis Suarez ist zurück im Sturm. Ja, nach seiner langen Verletzung darf er hier heute das erste Mal wieder von Anfang an ran. Und der ist hier direkt heiß und hat die erste Möglichkeit aufs kurze Eck gezogen. Aber keine Probleme für Rui. Auch interessant, wir knacken hier als Trainer die 50-Spiele-Marke, steht da oben. Sehr, sehr cooler Stat. Schade, dass man solche Stats nicht irgendwie einsehen kann. Oder kann man das sogar? Ich glaube aber nicht. Aber cool trotzdem natürlich, dass wir es hier erreicht haben. Aber unsere Jungs versuchen hier alles, unser 50. Spiel als ihr Trainer erfolgreich zu gestalten. Noch landet der Ball aber leider nicht im Tor. Sie lassen hier aber nicht locker und Marco Asensio hat die nächste richtig gefährliche Aktion. Und dann kommt Villarreal hier plötzlich zu ihrer ersten Möglichkeit und in der 40. Spielminute steht es hier 1:0 für sie. Das hat sich nun wirklich nicht angekündigt, wir waren hier eigentlich die bessere Mannschaft. Villarreal hatte die erste Möglichkeit jetzt gerade und die ist direkt drin.
Aber so passiert es uns leider ein bisschen zu häufig. Wir suchen aber eine schnelle Antwort und finden sie hier fast. Suarez und dann beinahe noch der Fehler. Aber es bleibt hier erstmal beim 1:0. Oh, aber direkt der nächste Fehler hier von Rui. Also, Villarreal geht's hier mit Problemen. Können wir daraus was machen? Marco Asensio. Leider nicht. Somit bleibt es hier bis zur Halbzeit beim 1:0. Man kann sich eigentlich nicht beschweren. Wir spielen hier ein gutes Spiel, aber wir liegen halt zurück. Und das ist das große Problem. Daran müssen wir hier arbeiten. In der zweiten Halbzeit ergibt sich hier ein recht ähnliches Bild. Aber wir sind dieses Mal besser im Abschluss und machen direkt in der 53. Spielminute das verdiente 1:1. Alles wieder ausgeglichen. Und das habe ich gerade schon gesagt. Es geht wirklich absolut in Ordnung. Aber Villarreal kommt hier auch aus dem Nichts zu ihrer nächsten guten Möglichkeit. Mittlerweile schon die 75. Spielminute. Das wird hier nochmal eine richtig spannende Schlussphase. Und wir drücken aufs Zweite. Komm mit Ceballos zur nächsten richtig gefährlichen Chance. Leider bleibt es beim 1:1. Und wir machen weiter Druck und kommen hier noch zum 2:2. 86. Spielminute. Hugo Duro. Vor gut 10 Minuten würde ich sagen, eingewechselt, vielleicht ein bisschen mehr. Und dann macht er hier direkt den Treffer nach der Ecke von Ceballos. Sind wir vorne? Die Frage ist, können wir das Ganze über die Zeit bringen? Mama, das Spiel, die Bittergut-Tat, aber der Ball ist immer noch heiß. Und dann ist er drin. Wir kriegen in der 90. das 2:2. Oh Mann, das ist so unnötig. Unsere Defensive kriegt es einfach nicht hin, solche Dinger mal über die Zeit zu bringen. Aber auch wir kommen hier nochmal zu einer Chance. Hugo Duro versucht es nochmal und peinlich machen wir hier noch das 3:2. Kommen aber nochmal mit Bernat! Oh, wie ist der nicht drin? Beinahe das Eigentor. Aber es bleibt beim 2:2. Nicht ganz verdient. Leider muss man sagen, wir hätten hier mehr gemacht oder mehr verdient gehabt. Am Ende leider nur 2:2. Nach diesem Spiel stehen wir hier nach 3 Spieltagen auf Platz 10 mit 4 Punkten. Das ist jetzt nicht der optimale Saisonstart, das muss man, glaube ich, ganz ehrlich so sagen. Ein Sieg und ein Unentschieden. Aber ich glaube, darauf kann man aufbauen. Barcelona genauso gut wie wir. Das ist schon in Ordnung. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir dann die nächsten Spiele gewinnen und hier wieder ins europäische Geschäft kommen. Erstmal starten jetzt aber die letzten 10 Stunden des Transferfensters. Mal schauen, ob wir noch was machen, ob uns noch Spieler verlassen. Ich erwarte eher eine ruhigere Transferphase, aber wer weiß. Einen weiteren Spieler verpflichten wir doch noch. Julian Draxler schließt sich uns an und das gerade mal für 14 Millionen Euro. Das ist wirklich ein absoluter Steal für einen Spieler, der bei uns das Potenzial hat, durchaus Stammspieler zu sein oder zumindest ein dauerhafter Rotationsspieler, der dauernd reinkommt. Wir reden hier aber auch von einem Transfer, der jetzt schon, denke ich, durchaus auch nötig war. Denn schauen wir uns unsere Bank an. Ja, das ist okay, aber ein Castillejo und ein Juan Mata. Ich finde, das sind Spieler, die müssen da nicht mehr unbedingt drauf sein. Mata hat sich einfach ein bisschen zu sehr, verschlechtert. War aber zu erwarten, ist klar. Den nehmen wir jetzt raus. Julian Draxler kommt rein. Dadurch sieht unsere Bank schon deutlich, deutlich besser aus. Wir sind auf allen Positionen, denke ich, gut besetzt. Und da kann man jetzt auf jeden Fall drauf aufbauen. Und damit geht die Transferphase hier zu Ende. Die letzte Stunde verrinnt. Keine weiteren Transfers bei uns. War aber natürlich auch nicht zu erwarten. Nach dem Draxler-Transfer sind wir hier fertig. Und wir sind wieder mal sehr, sehr gut innerhalb unseres Budgets. Plus 85 Millionen Euro haben wir in dieser Transferphase gemacht, wenn man Spielerverkäufe gegen Spielerkäufe aufwiegt. Da muss man sagen, das ist ein Top-Top-Business. Einen weiteren Abgang haben wir auch noch zu verzeichnen. Rum Iranzo verlässt uns, aber das ist dann ja erst für den nächsten Winter. Unsere Scouts müssen wir ja auch mal wieder losschicken. Das tun wir 9 Monate hier nach Spanien. Und den anderen Scout schicken wir einfach mal 9 Monate nach Italien in sein Heimatland. Unser nächstes Spiel gewinnen wir hier tatsächlich und das gegen den Tabellenzweiten Atletico Madrid. Luis Suarez mit einem Doppelpack. Wir holen uns 3 Punkte und das sind 3 ganz, ganz wichtige. Julian Draxler gibt auch noch sein Debüt in der 75. Spielminute und gegen Atletico muss man erstmal gewinnen. Auch sehr interessant ist unsere Champions League Gruppe. Da werfen wir einen Blick drauf und wir sehen, der FC Bayern München wurde uns zugelost neben Sporting Lissabon und Ferencváros TC. Keine Ahnung, was das für eine Truppe ist. Die sollten wir auf jeden Fall besiegen. Sporting, keine einfache Truppe, muss man, glaube ich, ganz ehrlich sagen. Auch wenn das schon, sage ich, ist. Wobei, ich würde fast sagen, Valencia, also wir und Sporting, das ist schon fast ungefähr Augenhöhe. Die Bayern natürlich der ganz klare Favorit hier in dieser Gruppe. Unser erster Gegner in der Champions League ist dann auch gleich der FC Bayern München. Da muss man natürlich ganz klar sagen,
richtig schweres Spiel. Wir werden aber alles versuchen, hier 3 Punkte mitzunehmen. Das Ganze gehen wir dann aber in der nächsten Episode an. Denn jetzt muss ich natürlich erstmal wissen, wie geht's weiter? Wie gesagt, schreibt mir das super gerne in die Kommentare, wie es jetzt weitergehen soll. Ob wir mit Kalendersimulation weitermachen sollen oder einfach so normal und dann irgendwann ausklingen. Oder ob ihr andere Vorschläge habt, wie wir das Ganze hier zu Ende bringen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Schreibt's gerne rein. Freut mich auch, dass ich wieder zurück bin, neue Videos für euch machen kann. Ja, ich hoffe auch, ihr habt mich nicht vergessen. Schaltet weiter gerne ein. Wir sehen uns das nächste Mal. Hier einfach wieder in der Fußballzentrale.